Anfang des Jahres habe ich mich hingesetzt und überlegt, was ich denn dieses Jahr machen will und welche Ziele ich mir stellen will. Und ich wusste, dass ich mir eine große sportliche Herausforderung stellen wollte. Und so ist irgendwie die Idee dann gekommen, einen Triathlon zu machen, denn ich hatte schon lange jetzt eine Faszination für den Triathlon, bin auch schon ein paar Mal mit dem Triathlon in Berührung gekommen und so wusste ich, dass ich das machen will. Dann habe ich überlegt, was will ich denn für eine Distanz machen und bin auch da relativ schnell auf die olympische Distanz gekommen, weil ich glaube, dass das alles noch so Distanzen sind, die irgendwo human sind und mich so eingeschätzt habe, dass ich das auch mit relativ wenig Training auch irgendwie über die Bühne bringen könnte. Und so kam dann die Idee für den Triathlon und für die olympische Distanz erstmal. Und der Plan war dann auch, das Ganze ohne großartige Vorbereitung zu machen. Ich wollte erstmal die Basketballsaison zu Ende bringen und dann im Sommer ein bisschen locker starten mit dem Training. Und irgendwann kam dann die Wahl auch, das Ganze in Hamburg zu machen. Das war eine sehr gute Entscheidung, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was für eine gute Entscheidung das ist, denn in Hamburg da zu laufen ist echt wunderschön und es ist auch der größte Triathlon der Welt mit den größten Startteilnehmern, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Ja, der ganze Spaß hat ja schon am Tag vorher begonnen, wo Swim Practice war und ich da schon mal ein bisschen testen konnte, wie es denn so ist, da zu schwimmen und das erste Mal auch im Neo geschwommen bin und auch die Akkreditierung und die Beutelausgabe war. Und da stieg dann schon ein bisschen die Vorfreude, Aufregung nicht. Ich war irgendwie nicht besonders aufgeregt, es war eher alles Vorfreude. Und es war gut, ein paar Tage früher schon da zu sein, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da konnte man schon mal ein bisschen die Strecke auschecken und die Atmosphäre auch ein bisschen schon genießen und das Ganze einfach sich schon mal angucken. Und am Sonntag hat der Wecker dann früh geklingelt und ich habe mich fertig gemacht, mich angezogen. Und habe noch ganz, ganz oft gecheckt, ob ich auch wirklich alles habe. Da wollte ich nichts vergessen und auf Nummer sicher gehen und habe dafür extra noch ein paar Mal öfter alles durchgecheckt. Und dann ging es auch schon los mit dem Fahrrad Richtung Binnenalster, wo das Ganze stattfindet. Und da hat man ganz viele andere Triathleten auch gesehen, was ziemlich cool war. Eine coole Stimmung, da mit ein paar anderen Leuten schon hinzufahren. Dann ging es zur Wechselzone, die längste Wechselzone der Welt. Und das war auch irgendwie verrückt, denn weil das so viele Starter sind, sind da Leute, die schon vor 7 Uhr starten und dann halt Leute auch, die nach 10 erst starten. Und so haben wir uns da fertig gemacht und währenddessen schon ganz viele Leute durch die Wechselzone laufen, die mitten im Rennen sind und teilweise schon vom Radfahren kamen. Das war auf jeden Fall ein verrücktes Gefühl. Und so ging es dann los, alles fertig gemacht, hingestellt, vorbereitet und ab in den Neo, bereit machen. Und dann los ging es zum Schwimmen, der Schwimmstart. Da war es dann ziemlich cool, die ganzen Leute zu sehen, wer ist in der Startgruppe, wie sehen die aus, schwimmen die auch mit Neo. Das war natürlich sehr interessant, weil das alles Dinge waren, die ich nicht wusste. Das ist ja mein erster Triathlon, das heißt, ich hatte gar keine Erfahrung. Das war sehr aufregend. Und dann ging es ins Wasser. Es war ein Start aus dem Wasser heraus. Und da ich ein ziemlich schlechter Schwimmer bin und Brustschwimme, habe ich mich hinten eingeordnet. Für das Schwimmen hatte ich auch den geringsten Anspruch. Habe mir da ein Ziel von unter 45 Minuten gesetzt. In meinem letzten Video habe ich die Ziele für den Triathlon auch besprochen. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr es nicht gesehen habt. Und hatte deswegen einen recht geringen Anspruch, wollte eigentlich nur lebend aus dem Wasser kommen. Habe mich dann hinten eingeordnet und so ging es dann los beim Start. Das Schwimmen lief eigentlich ziemlich gut. Ich habe meinen Brustschwimmen schön konstant durchgezogen. Habe da viele gesehen, die ungefähr genauso schnell wie ich geschwommen sind und die ganze Zeit versucht haben zu kraulen, dann wieder Brust geschwommen sind, dann wieder gekrault haben und immer beim Kraulen irgendwelche wilden Zickzacklinien geschwommen sind. Da dachte ich mir, es ist bestimmt sinnvoll, einfach das Brustschwimmen durchzuziehen und das habe ich eben gemacht. Hat auch gut funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt, mit dem Neoprenanzug hat alles gepasst. Und so konnte ich das Ganze sogar ein bisschen genießen, habe ab und zu mal nach oben geguckt, habe mich umgeschaut, geschaut, wo meine Family an der Seite steht und ein bisschen gewunken. Also da hatte ich schon Spaß und hatte einfach ein gutes Gefühl. Und dann kam ich da aus dem Wasser, gut gelaunt schon, gucke auf meine Uhr und sehe da 34 Minuten 50. Und ich dachte erst, Moment mal, was ist das? Das muss ein Fehler sein, das kann nicht sein. Habe ich irgendwie meine Uhr zu spät gestartet? Und dann habe ich aber realisiert, okay, das könnte schon stimmen so, hat sich schon gut angefühlt.
Ich habe mir 45 Minuten vorgenommen, unter 45 Minuten war dementsprechend 10 Minuten schneller und auch dementsprechend sehr, sehr gut gelaunt dann. Hey, es läuft richtig geil! Bin flott zur Wechselzone gelaufen, habe auch einen ganz guten Wechsel hingelegt, habe dann kurz noch die Regeln vergessen und wollte in der Wechselzone schon auf mein Rad springen, weil ich so euphorisch war. Habe dann gecheckt, dass ich das noch nicht darf und selber laut gesagt, ah, scheiße, darf ich ja noch gar nicht. Habe das Rad dann zum Ende der Wechselzone geschoben und bin aufgestiegen und so ging es dann zum Radfahren mit bester Laune und ich wusste, das könnte hier ein richtig guter Tag werden. Beim Radfahren habe ich mich dann wirklich ziemlich gut gefühlt und es hat richtig Spaß gemacht, denn ich habe die ganze Zeit Leute überholt. Leute mit Rädern, die das Zehnfache kosten von dem Rad, was ich da gefahren bin. Und das war auf jeden Fall ein ziemlich cooles Gefühl. Die Strecke ist auch echt schön. Das waren 3 Runden und man ist durch Hamburg gefahren, sogar über die Reeperbahn. Und auf dem Hinweg war es immer ein bisschen Gegenwind und Steigung, aber dafür konnte man dann auf dem Rückweg richtig ballern, wo ich teilweise 55 km/h gefahren bin. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und im Endeffekt habe ich die 40 Kilometer dann in einer Stunde 9 geschafft. Das ist knapp unter 35 km/h im Schnitt. Das Ziel war eine Stunde 10, unter einer Stunde 10. Das heißt, auch dieses Ziel habe ich geschafft, war dementsprechend wieder gut gelaunt und bin vom Rad gestiegen. Und dann ging es zum zweiten Wechsel. Der lief nicht so rund wie der erste, denn ich habe meinen Platz nicht gefunden. Das war auf jeden Fall ein klassischer Anfängerfehler, denn ich habe mir nicht gut genug gemerkt, wo denn mein Platz ist. Bin da 5-mal auf und ab gelaufen, habe hektisch geguckt, wo ist es denn? Und ich habe meinen Beutel oder meinen Korb, wo alle Sachen drin sind, nicht wieder erkannt, weil ich mein Neo einfach draufgeworfen habe und dann lag da einfach ein schwarzer Neo. Das habe ich dann nicht wieder erkannt. Irgendwann habe ich es dann erkannt und habe auf meine Uhr geguckt, habe gesehen, okay, das wird wahrscheinlich klappen mit den unter 3 Stunden. Zu dem Zeitpunkt war ich auf jeden Fall noch unter 2 Stunden und war mir 100% sicher, dass ich die 10 Kilometer unter einer Stunde schaffen würde. Und so bin ich in bester Laune wieder auf die Laufstrecke gegangen und wusste, das wird richtig gut jetzt. Und am Anfang der Laufstrecke habe ich dann noch kurz überlegt, schaffe ich das vielleicht sogar hier in unter 2 Stunden 30. Bin dann aber schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das nichts wird, denn da hätte ich deutlich unter 40 Minuten laufen müssen, die 10 Kilometer. Und da wusste ich, dass das jetzt nichts mehr wird. Und wusste dann aber, okay, unter 3 Stunden wird auf jeden Fall was und konnte das dann richtig genießen, da an der Alster zu laufen. Hab dann versucht, jemanden zu finden, der ungefähr mein Tempo läuft, hab mit ein paar Leuten gequatscht, hatte beste Laune und hab dann auch irgendwann jemanden gefunden, an den ich mich erst für ein paar Kilometer drangehangen hab, ihn dann eingeholt hab und gefragt hab, ob wir das Ganze nicht zusammen zu Ende laufen wollten. Und so sind wir die letzten 3 Kilometer zusammengelaufen. Das war richtig cool, denn wir hatten wirklich ein gutes Tempo, waren beide noch fit, haben dann auch ein bisschen mehr Gas gegeben, uns gegenseitig gepusht, gut zugeredet und das hat richtig Laune gemacht. Und so bin ich die 10 Kilometer im Endeffekt in 43:28 gelaufen und mit einer Pace von 4:21, glaube ich, und konnte halt beim Laufen und beim Radfahren auch schon richtig Plätze gut machen. Ich bin als 1500er ungefähr aus dem Wasser gekommen und dann bin ich beim Radfahren auf 767 gefahren, auf Platz 767 und nach dem Laufen war ich dann auf Platz 489. Also konnte ich da richtig, richtig ordentliche Plätze gut machen, was natürlich ein schönes Gefühl ist, wenn du im ganzen Rennen dann immer Leute überholst. Und so war es dann soweit, schneller als gedacht, kam dann die Ziellinie näher und da ich wusste, dass ich alle meine Ziele erreicht habe, konnte ich dann den Zieleinlauf auch so richtig genießen. Perfekt, so geil gelaufen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach, so habe ich meinen ersten Triathlon auf der olympischen Distanz in 2:37:58 gefinisht. Bin 20. in der Altersklasse geworden, habe alle meine Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Und bin absolut Feuer und Flamme, seitdem ich das Ziel überschritten habe.
und plane seitdem schon die ganze Zeit, was denn das nächste sein könnte. Ich mache noch dieses Jahr einen Triathlon auf der Sprintdistanz und nächstes Jahr habe ich dann so richtig, richtig große Pläne. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, den ersten Triathlon bestritten zu haben und habe ein paar Learnings auf jeden Fall mitgenommen und möchte euch dementsprechend ein paar Tipps noch geben, falls ihr auch vor eurem ersten Triathlon steht. Die erste Sache ist auf jeden Fall, reist früh genug an und schaut euch die Strecke schon mal an, nehmt die Atmosphäre ein bisschen auf und vermeidet so auf jeden Fall Stress, den ihr habt, wenn ihr irgendwie am Tag anreist oder kurz vorher nur. Das zweite ist, übt eure Verpflegung im Training schon unter Belastung. Ist auch ganz wichtig, zu gucken, ob der Magen das verträgt. Das dritte ist, dass ihr euch beim Schwimmen auf jeden Fall passend einordnen solltet. Ich habe mich extra weit hinten eingeordnet, weil ich wusste, dass ich nicht gut schwimme. Hatte dementsprechend wenig Stress. Ich glaube, wenn man sich da falsch einordnet und die ganze Zeit überholt wird, das ist auf jeden Fall nicht so cool. Dann merkt euch, wo eure Sachen in der Wechselzone sind. Auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Denn das ist super nervig, wenn man dann in die Wechselzone kommt und hin und her laufen muss. Wo ist jetzt mein Fahrrad? Wo ist mein Beutel? Schaut, dass ihr irgendwen findet, der ungefähr euer Tempo macht beim Schwimmen, beim Radfahren und beim Laufen. Und hängt euch einfach da dran, sprecht euch ein bisschen ab, vielleicht sogar motiviert euch gegenseitig. Beim Radfahren natürlich kein Windschatten fahren, aber ansonsten beim Laufen könnt ihr da auf jeden Fall euch gegenseitig gut motivieren. Das hat bei mir super geklappt und war wirklich ziemlich, ziemlich cool. Und das letzte, setzt euch realistische Ziele. Das war wirklich richtig gut, dass ich das gemacht habe. Einfach Ziele setzen, die ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch erreichen kann. Und so hatte ich ein gutes Rennen, hätte ich mir viel ambitioniertere Ziele gesetzt und die nur gerade so erreicht. Vielleicht hätte ich die ganze Zeit kämpfen müssen, hätte weniger gute Laune gehabt. So war es wirklich optimal. Und damit hängt auch zusammen, lauft immer ein bisschen langsamer los, fahrt ein bisschen langsamer los und kommt erst ins Rennen rein. Das hat mir auch sehr gut geholfen. Das war ein guter Tipp, den ich bekommen habe. Einfach selbst wenn man denkt, okay, ich fühle mich gut, ich könnte jetzt schneller laufen, erstmal langsam starten und dann am Ende noch Power zu haben. Das hat bei mir ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Und das war's, das war mein erster Triathlon. Ihr fragt euch vielleicht die ganze Zeit schon, was ich hier umhängen habe. Ich habe natürlich meine Medaille umhängen, die ich seit dem Triathlon nicht mehr abgelegt habe. Falls ihr Fragen habt, falls ihr auch vor eurem ersten Triathlon steht, dann kann ich gerne Sachen beantworten mit meiner bescheidenen Erfahrung. Und falls ihr überlegt, einen Triathlon zu machen, ich kann es euch wirklich super, super empfehlen. Ich glaube, überall ist es cool. In Hamburg war es besonders cool, glaube ich, weil man einfach so eine schöne Stadt hat und so viele Teilnehmer. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ein Erlebnis, was ich auf jeden Fall nie vergessen werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche kommt ein Video dazu, wie ich denn trainiert habe. Da nehme ich euch in einer Trainingswoche mit. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne ein Like. Und schreibt auch gerne einen Kommentar. Ich freue mich über alles, über jeden neuen Abonnenten, über jeden Like, über jeden Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Da ist das Ding.